Leute, heute zum Muttertag machen wir für die Mama ein Fit Mama Müsli. Schaut mal die Aussicht, ist wirklich traumhaft hier. Also, jetzt gehen wir in die Küche rein. Leute, schaut mal, es ist der Muttertag, was ich bekommen habe. Also, Leute, das Besondere an unserem Fit Mama Müsli ist, dass wir keinen Zucker verwenden. Dazu brauchen wir dafür einen Esslöffel Honig. Waldblütenhonig ist das, ganz genau. Also eine Tasse Joghurt, zwei kleine Bananen habe ich genommen, eine Tasse Haferflocken und getrocknete Feigen sind drei und drei Rosinen hier. Eine kleine Apfel und eine kleine Orange habe ich auch klein gehackt. Und dazu habe ich noch Haselnüsse und Baumnüsse gehackt und möchte das auch noch hinzutun. Also fangen wir an. Also den Joghurt verwenden wir als erstes hier so. Dann können wir die anderen Zutaten auch rein und alles vermischen. Honig. Und jetzt kommt noch unser Obst und die getrockneten Früchte auch noch hinzu und dann alles vermischen. So, dann die Nüsse auch noch hinzu. So, jetzt wird das Ganze nochmals vermischt. Das sieht ja super aus. Hier kommt noch eine kleine Löffelspitze Zimt hinzu. Das ist super. Das gibt einen speziellen Geschmack, wirklich. Das passt für unser Fit Mama Müsli. So, so ist es servierbereit, unser Fit Mama Müsli. Ich wünsche euch noch einen schönen Muttertag und guten Appetit und viel Spaß mit eurer Mama und dem Fit Mama Müsli. Bye, bye.